Gott, sieht das dänisch. Wie sehen die Jedi? Oh Gott, sieht ja noch behinderter aus. Okay. Reiner Reichtum, fertig, los geht's. So, spielen. Hallo. Hallo. Mit der Caps Lock Taste kannst du einen Ausbilder rufen. Oh ne, ich will keinen Ausbilder rufen. Hi, ne? Oh, hi. Sag mal, bin ich bei dir eigentlich auch kleiner? Ja. Gut, bei mir bist du nämlich kleiner. Aber wo bist du hin? Ja, siehst du mich nicht? Nee. Wo bist du hin? Keine Ahnung. Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Also ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Okay, wollen wir Caps Lock Taste drücken und Ausbilder rücken? Klar. Wollen wir Sith oder Trooper werden? Ich hätte voll Bock auf Trooper. Ich auch. Reiner Winkel benötigt einen Trooper-Ausbilder. Reiner Reichtum benötigt einen Trooper-Ausbilder. Hallo? Hallo. Wo bist du? Bruder, wo bist du? Winkler ist hier. Was machen wir jetzt? Spielen wir mit, oder? Hallo. Hallo. Oh. Wer von euch möchte alles hier, Dings... Wir beide eigentlich. Warten wir vor. Ja. Weißt du, wir sind Brüder und deswegen... Ja, aha, aber aha. Wir haben nicht denselben Vater. Ja, deswegen haben wir auch verschiedene Namen. Und die auch verschiedene Mütter. Ja, kommt mal mit bei. Sind dabei. Geht gut los. Siehst du mich jetzt eigentlich mittlerweile? Nein, ich sehe dich immer noch nicht. Siehst du mich? Ja. Oh mein Gott, dieses. Seht ihr da das schwarze Gebäude, das ist. Fällt direkt auf dort, das ist das Trooper-QB, geht das mal dort. Alles klar, danke. Tschüss. Achso, kommst mit? Okay, cool. Ja, ich bleib einfach hinten, weil aufpassen und so, ne? Mist. Okay, aber nichts Unanständiges machen, bitte. Nein, alles. Naja. Ich glaube, ich muss gleich mal das Game nämlich starten, vielleicht. Sehe ich dich dann. Vielleicht. Trooper Haku. Zutritt nur für Trooper. Rein. Wir dürfen jetzt reingehen. Ja, komm. Na, das ist. Gut. Stellt euch bitte mal an der Wand und nehmt Grundhaltung ein. Beziehungsweise. Kreuz eure Arme. Alter. Wie bitte? An der Wand stellen und Arme nach hinten kreuzen. Nein. Jetzt werden wir gleich penetriert. Kommst du mal an die Wand, bitte? Auf dem sechsten Muskel, beziehungsweise sechs drücken, klicken. Dann hab's einfach instant gefunden. Rechtsklickmuskel, so ein Rädchen und unten rechts Arme kreuzen hinten. Und das an der Wand. Nicht salutieren, nein. Null. Kann man irgendwie. Andere Sicht? Weißt du, ob das geht? Nach hinten, nicht nach vorn.
Du musst die Arme kreuzen irgendwie nach hinten und. Ja, ich weiß, aber ich bin jetzt hier irgendwie, oder? Na, jetzt. Ja, hör auf zu boxen und nimm auch Grundhaltung. Ich glaube, er hat gar keinen Bock auf seinen Job. Ich krieg die Interaktionsscheiße nicht mehr. Also, mein Name ist Maniac Raz, ich bin ein Corporal der Medics. Jetzt dürft ihr beide euch vorstellen mit eurem Namen, woher ihr kommt und weshalb ihr hier Sith Trooper werden wollt. Du darfst anfangen. Wer ist du? Du hier, du liegst du. Ja, okay, also, du musst X drücken. Ja, genau, doch, der mit hallo? Den Voll. Hallo, hallo? Sie können mich doch wahrnehmen, oder? Hallo? Ich glaube, er ist ein bisschen schüchtern. So nicht schlimm. Sag dir mal bitte, dass ich gleich wieder da bin. Er ist, Dann fangen Sie mal an. Ja, also. Mein Name ist, Rainer Winkel. Ich komme vom Planeten Kashyyyk. Da ist es sehr schön. Und, ja, was möchten Sie noch wissen? Das war's alles. Bitte schauen Sie mal, dass Sie Ihre Stimmbänder hier hinkriegen. Das. Ja, ich bin nur dabei. Er hat mich die ganze Zeit nicht gehört oder ich hab davon geredet, oder? Keine Ahnung, du hattest gerade kurz so ein Symbol drüber. Er schaut mal kurz in seinen Stimmbandoptimierer. Einstellung, meine Fresse! Warum muss man denn das so dumm machen? Ja, Spiel, Zeit, Sandbox, ne? Problem? Hä? Ich denke auch. Wo sind die Optionen? Ich geh krachen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich finde die Option nicht. Wo sind denn. Gibt's in dem Scheißspiel keine Einstellung oder was? Ja, sicher, eigentlich schon. Ja, aber. Wo sind die Einstellungen? Weiß ich nicht. Hast du denn. Ich verlasse einfach mal das Game kurz. Okay. Also ich gehe mal ins Hauptmenü zurück. Dann sehe ich dich vielleicht nachher wieder. Ja. Muss mir nur noch mal eine Einladung schicken. Ich sage, ich habe Kopfschmerzen und komme sofort. Ich mach mal weiter. Kann er mich hören? Das. Ja, ja. Wissen Sie das vielleicht? Er wollte kurz. Warte. Warten Sie mal ganz kurz. Irgendwie, er kann sich gerade sehr schlecht entscheiden irgendwie. Nee, sag, ich habe Kopfschmerzen. Er soll weitermachen, ich höre ihm zu. Sie können aber ruhig weitermachen. Also er hört zu auf jeden Fall. Servus. Ja, und dass er reden kann, ist dann irgendwie schlecht, aber egal, da mache ich mal weiter, wenn er mich. Normalerweise gut. Kann ich reden. Verhalten eines Soldaten ist relativ simpel. Wir befolgen Befehle, ohne sie zu hinterfragen. Da gibt es auch keine Ausnahmen. Es wird sich auch jederzeit diszipliniert verhalten. Von Ratsmitgliedern wird lange salutiert, die stehen auch über dem Kommandant. Die Ränge sind ja auch hier an der Tafel, könnt ihr dann später anschauen. Dazu werde ich auch noch was sagen. Lieutenant salutiert die lange, ab Sergeant kurz. Ihr seid auch immer respektvoll und höflich. Und bei uns wird auch sowas wie PTS angewendet, Permission to Speak. Das heißt, dass du halt so anforderst, dass du reden kannst. Das forderst du an, indem du /Mi-Muskel verwendest oder eine Hand hebst auf dem 6. Muskel. Es gibt dann noch bei uns die Regimenter, einmal Trooper bzw. Infanteristen, sind Frontkämpfer, haben schwere Blaster sowie auch erhöhte Befehlsgewalt, zum Beispiel bei Trainings etc. ein Bonusrang gegenüber den anderen. Medics sind Sanitäter und Unterstützer, haben Munitionsweitergabe sowie auch Schrotflinten und viele andere Sonderrechte. Wenn ein Medic euch behandeln will, wird auch auf ihn gehört. Recons sind Scharfschützer sowie auch Aufklärer bzw. beschaffen Informationen, haben kaum Sonderrechte. Ihr einziges Recht ist eigentlich bei Spionage einsetzen. Und dann hätten wir eigentlich noch die SB, aber die Imperiale Sicherheitsbehörde, die ist einfach nur so eine Spezialeinheit, da gibt es nicht viel zu wissen. Hallo. Jetzt. Einmal die Führungsebene, momentan keine Kommandatur. Wir haben bei den Infanterie einmal den Regimentsleiter Colonel Sanders sowie den Stellvertretungsregimentsleiter Sergeant Krypton. Hallo. Bei den Weekends haben wir Regimentsleiter. Hallo. Regimentsleiter Colonel. Ja, das war der. Das war der. Das war der Regimentsleiter. Kai Julius, ja. Also ich sehe dich schon. Laut Malgus,
den müsst ihr auch kennen. Er darf das. Er hat ein Aggressionsproblem, keine Sorge, der schlägt gerne kleine Kinder. Er darf das, er darf das. Aha. Wir haben gerade gelernt, nichts zu hinterfragen, also alles gut. Ja. Ihr habt nichts gesehen, ne? Da war nichts, ne? Aber gespürt also. Halt, ne? Also er, naja, egal. Ja, so hat ein bisschen gekitzelt. Das ist bei einer Ausnahme, bei dem der Rafal ist. Wie gesagt, ich werde euch da mal kurz die Funks rüberschicken, damit ihr euch die auch speichern könnt und noch merkt. Alter, was ist denn hier los, bitte? Warte, ich schau kurz, wo ich stehe. Hören die, hört's, reden die gerade? Ja, er halt nur. Ich höre schon, jetzt höre ich niemanden mehr aus, und das halt noch. Junge, ich check dieses Game nicht mehr. Also ich kann schon mal sagen, dass der Helm von meinem Kollegen wahrscheinlich ein bisschen zu hart drückt und der deswegen eine leichte Störung hat, dass er nicht redet. Ich glaube, den gehen wir gleich am besten mal auswechseln. Ja. Willst du auch weitermachen? Ich bin scheiße, ey. Ich geh krachen. Ich weiß gar nicht, was hier los ist gerade, ey. So. Jetzt höre ich ihn wieder. Hallo? Hallo? Drück mal Hallo? X oder so. X, Y, ich alles. Die ganze Zeit. Warte mal. Mach mal so. Entschuldigen Sie, hören Sie mich? Hat man nicht gehört? Seid ihr nicht der Meinung, dass da welche fehlen? Na, jetzt, wunderbar. Hast du mich gehört? Nö. Ja, da. Der. Das da kann hat nicht wahr sein. Hat nicht ausgereicht für. Könne, ihr solltet mal dringend euer Datapad umändern. Da ist immer noch ein Fehler drin. Ja, finde ich auch. Gut. Wenn man das richtige Dokument hat, dann hat das auch keine Fehler. Digga. Habe ich denn was falsch gemacht? Nein, viel weiter. Okay. Diese könnt ihr euch später speichern oder jetzt, mir relativ egal, solange ihr zuhört. Jetzt kommen wir zu den allgemeinen Regeln. Einmal innerhalb der Akademie. Hallo. Dort dürftet ihr auch Rüstung sowie auch Waffen offen tragen, jedoch gesichert halten, sowie den Jetpack auch nicht benutzen. Allgemein auf Korriban dürftet ihr diese auch offen tragen, aber mit der einzigen Ausnahme, dass ihr den Jetpack nutzen dürft. So, im HQ wird eigentlich wird der Jetpack nicht benutzt, sonst eigentlich wüsste ich nicht, was hier noch zu beachten. Bei Außeneinsätzen wird die Waffe immer gesichert in der Hand gehalten, sowie auch nicht salutieren, auch nicht irgendwie welche Informationen geben, sollte ein Neutraler oder Jedi in der Nähe sein, es recht nicht irgendwie Ränge oder Namen ansprechen auf Außenmissionen. Allgemeine Abreiseregeln, also du brauchst erstmal ein Erlaubnis. Ja. Es haben Regeln gefehlt, die du nicht genannt hast. Alter, sind das eigentlich alles Albaner hier oder was? Ich die Regeln nennen. Ich verstehe es auch nicht. Ja, die wären. Zum Beispiel das Thema mit den Grappling Hooks. Er ist einfach still, er sagt. Was ist denn? Die Regel kennst du. Also ich höre zu, ich kann jetzt wenigstens wieder was hören. Ach so, aber selbstverständlich halt werden hier auch keine Statuen, sowie auch die Akademie Eklum, auch nicht beschädigt oder zählt auch mit den Flaggen, die Sith-Flaggen, die sind alles heilig, die werden auch nicht irgendwie berührt. Ja, euch habe ich gesagt, dass ihr von einem Sergeant Kurt salutiert, sowie auch von einem Lieutenant Lang. Bei Lieutenant wird übrigens auch nach jedem Satz und vor jedem Satz Sir und Ma'am gesagt. Und ja, jetzt kommen wir zu den Informationen. Wenn ich schon einmal beim Thema salutieren sind, dann führt das einmal aus. Der Colonel steht neben euch. Klar. Damit seid ihr gemeint, Jüngling. Jetzt funktioniert's nicht mehr! Ich. Der Antrieb. Jetzt. Salutieren. Wo ist das Salutieren hier? Jetzt. Gut, ihr dürft euch ruhen. Er hat das Zeichen gegeben. Gut, werde ich weiter durchführen. Machen Sie nicht quer durch, machen Sie es ordentlich.
Natürlich. Er macht das sehr ordentlich. Jüngling, widersprichst du mir? Solltest deine Worte mit bedacht werden, sonst wird dein Kopf über Korriban rollen. Denk also dreimal nach. Der fühlt sich richtig. Jawohl, Sir. So. Einmal, jetzt kommen wir zu der Formation, wie gesagt. Einmal die Linie. Hallo. Man stellt sich von links nach rechts rangabsteigend in einer Reihe auf. Wird eigentlich nur bei Ordnungen und Versammlungen genutzt. Danach gibt es noch eine andere Art der Linie. Aber Sie haben da rechts hinten Tafeln, womit Sie das sicher definitiv besser erklären könnten als hier so aus dem Kopf. Da kommt man mit, Jüngling. Stellt euch neben mir auf. Irgendwo, wo die Tafel sieht, mir relativ egal. Sie werden das später genauso durchführen. Hier haben Sie eine wundervolle Tafel, die kreiert wurde mit nicht allen Formationen. Jedoch, ein Großteil dieser Formation seht ihr hier drauf. Einmal gibt es hier die Linie, wie gesagt. Da stellt man sich von links nach rechts rangabsteigend in der Reihe auf. Ich wiederhole mich nicht nochmal. Ich sehe die andere. Er meint Sie, Medic, der Rekrut, Haltung an. Alles klar. Na, wie gesagt, da Sie gibt's noch mal... Sie sollen die Haltung einnehmen, sind Sie nur geistig behindert oder was? Muss man das 5-mal sagen, ey. Also, da gibt's noch mal die Feuerlinie. Da stellt man sich auch von links nach rechts rangabsteigend in einer Reihe auf. So wie hier. Da könnt ihr es auch sehen. Aber da gibt es auch folgende Befehle. Das wird auch eigentlich nur bei Hinrichtungen benutzt. Und die Befehle lauten wie folgt. Einmal Waffe entsichern. Da stehen zum Beispiel die Personen in einer Reihe. Das können wir jetzt hier gut vormachen. Sergeant, können wir das mal kurz vormachen mit den drei Troopern? Oh oh. Wobei, ich kann es eigentlich nur mit der Sergeant machen. So. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt hier irgendwie der oberste Befehlshaber hier, der oberste Offizier. Ich gebe mir jetzt den Befehl, zum Beispiel Waffe entsichern, auf dem Ziel anlegen, dreimal voll. Perfekt. Mal Waffe ablegen, nachladen, Waffe sich. Gut, so hat er auch eine Exekutierung. Das wird jetzt eine erfolgreiche Exekutierung. Hätten jetzt alle mitgemacht, dann wäre es eigentlich noch besser rausgekommen. Sind ja noch zwei dazugekommen, aber... Das wird eigentlich, wie gesagt, schon bei potenziellen Gefahren eigentlich genutzt. Dann gibt es noch mal die Kolonne, da wird rangabsteigend hintereinander aufgestellt. Da gelten auch Marschbefehle, die erkläre ich euch kurz. Einmal gibt es sowas wie einmal normales Marsch, nee. Da läuft man mit Alt-W-Muskel, so in etwa. Und danach gibt es normaler Marsch, doppelter Marsch, meine ich. Und läuft man normal mit W-Muskel. Danach gibt es dreifacher Marsch, da rennt man mit Shift-W-Muskel. Und danach gibt es irgendeinmal Halt, da bleibt man. Oder man kann auch die Marschbefehle so geben. Da steigert man sich jeweils immer nach so einem Zeigen-Dings da, steigert man immer das Tempo oder erniedrigt das. Oder danach gibt es auch noch irgend sowas wie die Faustballen in der Luft, das heißt dann halt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das macht, das habe ich nicht gelernt, dafür bin ich zu dumm. Doppelte Kolonne, auch relativ einfach. Du solltest dich nicht selber zum Narren halten und sowas sagen, wie dass du selber zu dumm bist. Wenn du selber zu dumm bist, dann solltest du diese Ausbildung auch nicht machen. Ja, verzeih. Vielleicht solltet ihr auch den Colonel nochmal fragen, wie die Begriffe für die jeglichen Handzeichen sind. Oder wird das Tempo erhöhen? Colonel, Sir, wie heißen die... Marsch ist nicht unbedingt das richtige Wort dafür. Ja, Marschbefehle halt. Einmal Marsch, das ist langsames Laufen, doppelter Marsch, das ist normales Laufen, dreifacher Marsch, das ist schnelles Rennen. Danach gibt es nochmal Halt, das ist dann Anhalten. Das wird alles in einer Kolonne, in einem Pfeil, doppelter Kolonne oder ein erweiterter. Das sind allgemeine Marschbefehle, die müsst ihr euch auch merken.
können und müssen. So, doppelte Kolonne, auch relativ einfach. Von links, rechts, immer so Rang höher, Rang höchster links, der zweite Rang höchste rechts. Und das dann immer so zickzackmäßig rund. Genau. Und sollte der letzte hier fehlen, wird dann der eine einfach in der Mitte stehen, sodass die Kolonne eigentlich auch geschlossen ist. Die beiden Kolonnen werden eigentlich nur für ordinierte Fortbewegungen genutzt. Also, ne. Da gelten noch Marschbefehle, auch bei der doppelten Kolonne. So. Jetzt kommen wir zum Pfeil. Sieht halt wie ein Pfeil aus. Da wird man von, wird Rang absteigen von vorne nach hinten gebildet. Da ist das gleiche Prinzip wie bei der doppelten Kolonne, dass jetzt zum Beispiel oben beim roten Kreis steht, hat der ranghöchste Offizier. Und danach links unten von dem ist der zweitranghöchste, dann rechts von dem zweitranghöchsten ist der dritte. Da läuft das gleiche Prinzip mit dem Zickzack da ab. Genau. Danach gibt es nochmal den erweiterten Fall. Da muss durch jedem so ein Punkt, beziehungsweise durch jede Person einmal jemand durchlaufen. Junge, beide werden eigentlich zur Vorbeugung von Gefahren genutzt oder ordinierte Fortbewegung. Schön, dass alle durcheinander rennen. Ja, genau. Feuersquad ist das gleiche wie Feuerlinie. Einfach, dass sich halt vorne zwei jeweils geduckt aufstellen mit Waffe entfernt und hinten dann jeweils zwei, die stehen. Von hinten kommen dann beim Feuersquad auch immer die Befehle. Gut, Regimentsreihen sind auch relativ simpel. Das ist so eine Linie, die man bildet, einfach mit den verschiedenen Regimentern halt. Da wäre zum Beispiel der ranghöchste Recon zum Beispiel. Und nach Rang absteigend hintereinander werden dann die Recons so gestapelt mäßig. Nachher die Medics, das gleiche Prinzip, so wie auch bei Hallo. Den Infanteristen und auch bei den Hütern, auch bei den Wächtern, das ist überall. Genau, danach kommen wir jetzt nochmal zu den Diamanten. Einmal gibt es ein normales Diamant, das können wir hier perfekt mal vormachen. Können sich hier vier mal kurz, ich pick mal vier raus, wäre das okay, mein Lord, dass sie jetzt kurz mal vorkommen und das vormachen, diesen Diamant, oder ist das zu oft? Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Egal. So. Einmal einen normalen Diamant bilden und keine bewegen sie sich nicht, sonst kann man das gar nicht machen. Ein normaler Diamant folgt wie folgt ab. Da steht links, rechts, vorne und hinten eine Person, schaut in die entgegengesetzte Richtung. So in etwa. Ein Gefangendiamant, da hat man die Waffe entsichert auf seine Füße. Wisst ihr, wieso auf seine Füße irgendwie? Nee. Das war jetzt eine Frage an uns. Die Jünglinge? Ja. Bis jetzt nicht, ne. Kurz Zwischenfrage, bevor sie weiter erzählen. Habt ihr bisher wirklich alles verstehen können und auch verstanden? Also konntet ihr mitkommen mit der Erklärung des Corporals? Bisher schon, ja. Ja, sag einfach ja, ich habe keine Lust, das jetzt nochmal durchmachen zu müssen. Gut, dann du mal können, damit wir ihm zeigen, was, wieso man auf die Füße zählt. Aus diesem Grund hier. Wie ich schon gesagt habe, links und rechts wird eine Person stehen, das bedeutet, hier würde auch die Person stehen. Und hätte ich jetzt geschossen, hätte ich der Person jetzt direkt so ins Gesicht getroffen. Mhm. Genau, deshalb auf die Füße, hätte er sich jetzt geduckt, hätte ich ihn immer noch getroffen. Und eigentlich folgt ein Gefangendiamant mit 5 Personen. Was denkt ihr, wo man die 5. Person hinplatzieren würde jetzt bei so einem Gefangendiamant? Nein, noch nicht, noch. Keine Ahnung. Wo würde jetzt die 5. Person hin? Rein theoretisch, logisch gesehen. Die Person ist komplett umsingelt. Was fehlt noch? Ein Ausgang hätte diese Person noch, hätte sie einen Jetpack oder irgendwie einen Grappling Hook oder macht. Komm. Ja. Nach oben hin. Ja. Du hast noch vergessen, die Vorteile und Nachteile jeder Formation zu erklären. Der wird so gefickt, ey. Das hab ich doch getan. Nachteile und Vorteile bedeutet, wieso sie benutzt werden und auf was sie anfällig sind und für gegen was sie gut sind, bedeutet ein Beispiel Pfeil anfällig für Granaten etc. Gib dir 5 Euro, wenn du den einsammelst. Pfeil werden für Vorbeugung von Gefahren genutzt, so wie auch ordinierte Fortbewegung. Das einzige Nachteil bei dem Pfeil ist, dass sie einfach die Masse direkt treffen können.
sollte es irgendwie einen Raketenangriff geben oder irgendwie einen Ground Slam oder irgendetwas ähnliches in diesem Bereich. Ja. Ich weiß, chillen. Also ich muss sagen, Episode 10 gefällt mir bis jetzt echt gut. Können wir kurz sprechen. Hallo. Ja. Ne. So, kann ich das jetzt... irgendwie speichern? Was? Naja, wie gesagt, ein VIP-Diamant folgt wie folgt ab. Es stellt sich jeder links, rechts, vorne und hinten an. Da schaut man auch dorthin, wo diese Person hinschaut. In diesem Fall bist du jetzt der VIP-Kandidat, bleib mal stehen. So, überall wo du jetzt hinschaust, schaue ich auch hin. Überall wo du hinläufst, läuf ich auch hin. Und solltest du irgendwie eine Panikattacke bekommen, das sollte so in etwa aussehen, da schaue ich dich an, falls dich zu heilen oder dich zu retten oder keine Ahnung. Mund-zu-Mund-Beatmung. Das würde mir sogar tatsächlich gefallen, das kann tatsächlich des Öfteren passieren, dass wir mal Panikattacken bekommen, das liegt in der Familie. Aber danke. Ja. So. Jetzt kommen wir zu den Gesichtern. Relativ simpel. Rechtes Gesicht, einmal 90 Grad nach rechts, linkes Gesicht, 90 Grad nach links, hinteres Gesicht, 180 Grad nach hinten, vorderes Gesicht. Noch einmal einfach Grundhaltung einnehmen, womit man gestartet hat eigentlich. So, dann mach dir beide mal das kurz vor. Rechtes. Was war der jetzt? Bitte? Nochmal? Rechts. Rechts. Linkes Gesicht. Links. Hä? Nein. Nein. Schau. Rechtes Gesicht, linkes Gesicht. 90 Grad. Aha. Okay, also rechtes Gesicht das und dann linkes Gesicht. Das ist 180 Grad. Das ist 90 Grad und das ist 360 Grad. Ja, doch. Guck mal, wenn du so stehst und nach rechts guckst, guckst du dorthin. Wenn du nach links guckst, guckst du wieder in die normale Richtung, wo du warst. Ach so, ja, okay. Alles klar. Rechtes Gesicht. Nochmal mach. Genau. Linkes Gesicht. Schlag dir gleich in die Fresse, wirklich. Hinteres Gesicht. So, oder? Müsst ihr das immer so in Slow Motion machen oder so? Geht das nicht irgendwie schneller? Jetzt mal Schuss mit Absicht langsam. Was denn jetzt? Die rechte Schulter. Ihr müsst euch beim jedem Gesicht außer beim linken Gesicht über die rechte Schulter. Ja. Bei jedem Hä? Na gut. So, also wie gesagt, der Kriegs hat das gut gesagt. Bei jedem Gesicht immer über die rechte Schulter drehen, bis auf dem linken Gesicht. Das bedeutet, beim vorderen Gesicht dreht ihr auch komplett durch die rechte Schulter durch. Egal bei welcher Position. Gut. Alter Schwede. Jetzt ist hier irgendjemand, der hier bei der Zentrale irgendwie so ein Mensch ist. Ja, einmal bitte. So rechts ist Gesicht, Infanterie vorderes machen beide. Gesicht. Was hat die jetzt gesagt? Ich dachte, sie wären einer. Ist denn mit dem jetzt, hä? Corporal Prince, könnten Sie vielleicht die beiden Jünglinge, so Ranorian und Rainer Reichtum, einmal kurz zu, heißt das, Rekrut Infanterie machen, bitte, wer seit wann sehr ist lieb. Prince wieder Corporal? Sergeant, tut mir leid, Sergeant, natürlich. Jetzt bist du schon wieder weg? Ja, ich bin gerade irgendwie, keine Ahnung. Der Prinz, Sergeant Prinz. Guten Tag, Rekrut. Jetzt bin ich auch weg. Guten Tag, Sir. Also, Sie kurz mit mir Zeit, den Recon-Test zu machen. Ach so, haben Sie den Test noch nicht bekommen? Ihr müsst linksklick. Nein! Linksklickmuskel, linksklick, beide. Hallo. Linksklickmuskel, runter. Den Test ausfüllen. Da sind wieder zwei. Ich möchte nicht nochmal ausfüllen, das ist Hell of.
Bei euch ist das sehr gefährlich hier, das Ausbilden. Das ist kritisch. Das stimmt halt. beweg dich von dort weg, beweg dich. Ja. Bleib stehen, so. Gut, jetzt erkläre ich euch nochmal Dienstabtritt, so wie auch Dienstantritt, so wie auch Dienstabtritt. So, ihr tretet ins Dienst an, sichert eure beiden Waffen, das macht ihr mit Shift-DR-Muskel. Auf dem vierten Muskel habt ihr, glaube ich, euren Blaster. Komm doch mal her, komm her. Infanterie. Gut. Vierten Muskel. Stellt euch vor mir auf, hier, vor mir. Nee, gut, nehmt eure Waffen in der Hand. In die Hand, das Hand, der, keine Ahnung. Zweiten Muskel habt ihr die Pistole. Links, also Shift, E und R. Hintereinander, Shift, E und R. Schön, dass ich nichts hab. So. Shift, E und R, so sichert ihr eure Waffe. Ihr müsst jeweils immer gedrückt halten, also Shift gedrückt halten, E gedrückt halten und dann... Ich hab alles einfach umgedingst. Ihr habt eure Waffen gesichert, dann kommt mit, der hier ist geistig zurückgeblieben. Können Sie mich jetzt hören, hallo? Komm auch einfach mit, lass deine Waffen so, wenn du das nicht kannst, dann Pech. Jo, was ist das denn für ein Ausbilder, entweder, ey? Ihr geht zu einem Medic und fragt nach Munition, nett fragen. Oder ihr geht zu dieser Munitionskiste und holt euch Munition. Sollte hier irgendwo ein Jetpack liegen, holt ihr euch diesen Jetpack mit E-Muskel. Sollte keiner liegen, geht hier E-Muskel, Equipment und holt euch ein Jetpack. Das macht ihr kurz mal, damit ihr wisst, wie das aussieht. Hier beim Trooper Shop, bei diesem Automaten, E-Muskel drauf betätigen. Danach habt ihr so eine Kategorie Pistolen, Schrotflinten, Blaster etc. etc. Ihr geht unter Equipment, scrollt runter, Jetpack und kauft eins. Sollte hier keiner liegen. Ich spendiere die einen. Ronorion, oder du nimmst einfach den hier. Ja, ich sollte den gerade hier nehmen. Was ist hinter mit dem? Dir. Besten Dank. Perfekt. Gut, und jetzt meldet ihr euch mit K10. Mit was? Ich komme nicht mehr aus dem Menü raus. Hilfe! Jetzt. Warte, Schild, so, R. Und jetzt. Und was? Und wenn ihr dann diesen Funk durchgegeben habt, frag nochmal, welcher Muskel das war. Aber etwas habe ich noch vergessen zu sagen beim Dienstantritt. Oh, F2-Muskel gedrückt halten, mit Alpha-Funk verbinden und damit G-Muskel reden. Das ist auch wichtig. Das ist unser Comlink, so der genannte Comlink. Hast du da Bock drauf? Warte, ich... Ich hätte mal noch eine kurze Frage. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Mediziner, dass wir dem seine Stimmbänder mal vielleicht irgendwie checken können? Hallo, hören Sie mich jetzt? So, jetzt wie ihr es meint, nicht, nein. Das kann kein Mediziner. Komisch. Alles gut, dann mache ich das selber. Ich weiß dann natürlich jetzt nur nicht, ob der Eingriff wirklich menschlich werden wird, aber machen wir so dann. Ja. Gut. Habt ihr dann F2-Muskel, habt ihr euch mit Alpha-Funk verbunden? Ja. F2 gedrückt halten, Alpha-Frequenz, Mikrofon aktivieren und dann mit G-Muskel gedrückt halten, könnt ihr da reinreden. Ihr könnt mal check durch. Hallo. Check. Von wem nimmt er die Grundhaltung ein? Warte, komm. Ja, bei mir geht da überhaupt nichts. Wollen wir einfach abhauen? Komm, wir hauen ab. Ja, wenn du F2 drückst. Ich schwöre, Alter. Und dann. Also, ich drücke F2, okay, und dann siehst du oben links so Alpha-Funk-Scheiß oder was immer drauf. Dienst abdrehen, auf den Saku rein und Funk KL. Dann kannst du mit G funken. Gut. Grappling-Hook-Training. Ihr kennt das Grappling-Hook schon, ne? Sagt ja. Ihr kennt das Grappling Hook, ne? Sie kennt das Grappling Hook. Er kennt das. Ich immer noch das Training machen. Ich kenn das auch. Ja, dann teste es mit ihnen. Nein, ich will nicht testen.
Ich hab das, ich kenn das nicht. Testen. Medic. Ich kann dann, ich kann aber nichts drücken bei F2, Junge. Das ist der Lightskinwalker, okay? Lass mich in Ruhe, komm. Meint er uns? Keine Ahnung. Seid ihr taub oder was? Kommt jetzt. Haben sie was gesagt? Ich hab's leider nicht verstanden. Ich weiß schon Bescheid, dass er darf. Kommt mit. Wie bitte? Kommt mit, einfach mitkommen. Alter, was ist das denn? Jetzt gibt ihr einen wunderbaren Funk durch in einem Z, das wir haben. Z-Chat. Einmal Y-Muskel und dort schreibt ihr /Jetpack. Wäre super lieb. So, tut ihr euren Jetpack unequippen, beziehungsweise legt ihn ab. What? Was sollen wir reinschreiben? Ich hab's alles gesehen. So, das schreibt ihr. Okay. Aha. Okay. Dumm, ey. Dumm. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Info. Ich hab so die Hoffnung, dass das langsam vorbei ist. Jetpack fahren lassen. Schon wieder? Okay. Ja, Jetpack fahren. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Los, Medic. Ich glaube, es ist gleich zu Ende. Ihr geht, ich schieße dorthin, wirklich den ganzen Weg. Ihr geht von hier so. Dann seid ihr dort gelandet, dann geht ihr aufs Akku, vom Akku geht ihr so nach unten. Aber ganz schön gefährlich. Ja, ohne Fallschaden zu nehmen, ne, mein Junge? So. Bist du eine Pussy bei den Truppen? Hör auf zu schießen. Schieß dir gleich so in die Fresse, Junge. Du musst den Grappling Hook nehmen, nicht deine Waffe. Ja, was denn für ein Grappling Hook, du Vollidiot? Oh was Gott. Was für ein Scheiß ist denn das? Das ist total verbuggt bei mir gefühlt. Ich versuch es doch, Junge! Da, Grappling Hook. Ja. Oh Junge, ey. Es ist so komisch. Das ist Garry's Mod. Ohne Fallschaden zu nehmen. Ich bin runtergesprungen, wieder oben geblieben. Das auf Discord, sag deine Hoffe, der Albtraum. Ja, das war richtig böse, dass sie so bei einer Grundausbildung so gefickt worden sind. Die sind gestorben gegen so eine Pader. Akku. Okay, ja. Ihr habt das bestanden, okay? Ihr habt keinen Schaden genommen, das hat niemand gesehen. Genau, das hat. Danke. Aber ich glaube, mein Kollege hier, der hat irgendwie noch von. Jetpack, Maniac! Was ist denn mit den Jetpacks? Bist du behindert? Nimm deine Jet. Hallo? Haben Sie vielleicht ein. Bei Ihnen den Kopf, ein Controller oder so. Verbunden mit einem Kabel, weil Sie müssen die Kabel. Okay. Weil bei mir gibt es das auch so, dann kann ich nicht sprechen. Ok. Nimm jetzt ein Jet. Haben Sie sich eigentlich nicht gewundert, wo ich Messer halt? Ich hab schon gesehen, dass du mein Messer genommen hast.
Ich hab voll Bock zu trollen. Ja, eure Ausbildung ist abgeschlossen. Welchem Regiment wollt ihr beitreten? Ihr wollt Weakens werden? Okay. Colonel, die beiden wollen Weakens werden. Tschüss. Nein, ich geh jetzt. Hey, ich muss ja die Grundausbildung machen. Ja, los, komm, wir rennen weg jetzt. Schau, wo die hingehen. Schau, was die machen. Schau, was die machen. Warte. Ich kann die vor allem hören, ne? Warte. Warte. Wir wollen wissen, was wir machen. So, jetzt. Ich werde jetzt schlafen gehen, aber ich werde euch ein anderes Mal zum Recon ausbilden. Ihr könnt dann einfach auf mich zukommen. Alles klar, besten Dank. Dann, keine Ahnung, wie sagt man das bei den Bösen so? Schlafen sie schlecht und... Ich hab nicht gesagt, dass du was falsch gemacht hast. Du hast es nur durcheinander gemacht, aber es war gut. So, bitte weg hier. Jetzt tot. Voll nicht, hä? Irgendjemand spawnt random aus dem... Mein Arschloch raus, ey, soll ich was vergessen, oder? Junge, was ist das? Was ist das für ein... Was denkt ihr da? Ne, keine Ahnung, aber jetzt kann man richtig scheiße bauen. Ich will jetzt nur noch mal kurz reconnecten. Ja, aber was... Ob es dann funktioniert. Kurz mal Verbindung trennen. Kannst du mir noch mal eine Dings schicken, eine Einladung? Mhm. Hallo, hallo, hallo. Ja, das ist, warte mal, ich tu einfach mal komplett raus und wieder rein. Vielleicht kriegt das ja was. Ich mach das irgendwie anscheinend allgemein dämlich. Hallo? Hallo? Ich finde das so dumm. Warum kann man hier nicht, warum hat man hier nirgendwo die Einstellung, dass du ein Mikrofon hinzufügen kannst? Wieso hinzufügen? Na, geh mal auf Option und dann auf Sprache. Mehr hast du da nicht. Ja. Das ist so dumm. Sprachchat im Spiel. Ach ja, warte mal. Hallo, 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 hallo. Warum ist denn... Hä? Hallo? Voice Mod. Das ist doch... Komplett am Ende, Alter. Hallo, hallo, hallo. Hi. Okay. Jetzt höre ich mich natürlich doppelt. Dann tue ich das... Kannst du es hören? Hallo, 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 hörst du mich? Hi. Ich hab jetzt einfach die ganze Scheiße hier rausgenommen, Alter, auch komplett. So. Hört man. Ja. Hallo, hallo, hallo. Moin. Hallo? Hallo? Ich höre mich immer nicht, was ist denn das für ein... Hallo? Hi. Nee, ich verstehe es nicht. Medic, wo sind die? Mein Kopf explodiert. Er hat gerade gesagt, Medic, wo sind die Rekruten hin? Hallo? Warum hat denn... Ey, Steven, was ist so ein Anfall? Was ist das für ein Scheiß? Wo sind die Rekruten? Shh. Ja, keine Ahnung, Bro. Die machen wahrscheinlich so Tatooine. Kann man denn das so bilden? Ja gut, ich meine, ich hab... Die... öffnet. Hier. Ich melde mich dann auch, Karl, kann man. So sind denn noch so viele Wachen, was machen die? Arme Schrecken, Herr Faber. Können wir gleich vielleicht mal was anderes spielen? Willst du spielen? Hm?
willst du spielen? Irgendwas. Ready or not oder sowas. Ja, du hast die Karte, ich meine, du hast Macht. Das ist mir gerade irgendwie zu lost hier. Sprachchat. Hallo? Na ja. Jetzt halt. So. Schön, dass ich das hier auch übrigens nicht speichern kann. Machen wir das weg. Geres Wort rein. Hallo? Ich höre mich immer noch nicht. Cool. Du. Hallo? Hallo? Ich habe gar nichts mehr. So, jetzt reicht's mir. Hallo? Geh so gerade. Da, so. Nein, das hier. So. Genau. Und jetzt lässt du das so. Ich hab's geschlossen. Hallo? Ich höre mich selber. So gut. So, jetzt gucken wir, wie das Ganze hier im Dings aussieht. Gerät auswählen. Cool, dass ich auch nichts, wenn ich auf Gerät auswählen gehe, nichts auswählen kann. Super. Hallo? Zumindest höre ich mich jetzt. Wartezeit. Hallo? Ja. Theoretisch müsste es ja jetzt funktionieren. Und praktisch? Hallo? Hey. Es funktioniert! Anwenden. Es hat funktioniert, ey. Auch bin ich glücklich. So, ja, können wir, keine Ahnung. Ja, was willst du? Ready or not? Oder?